Heute soll es mal ganz grob um Sicherungen gehen, die man nicht wechseln muss. Und wir fangen gleich mit einer selbstrückstellenden Sicherung an. Und ich sage immer Polyfuse dazu, aber ich möchte jetzt korrekt bleiben, weil eine Polyfuse, also das ist eine Sicherung, die nach trennender Last, das klingt jetzt echt hochstochen, gell? Die nach trennender Last den Stromkreis dann wieder freigibt. Das ist das Teil da, jetzt hier beispielhaft. Der Polyfuse ist aber abhängig, also vom Namen her abhängig, von welchem Hersteller er das kauft. Also Tyco nennt sie Polyfuse, Burns nennt sie Multifuse oder Multifuse und es gibt auch noch den Namen Everfuse. Aber gebräuchlich ist auch PPTC oder Polymeric Positive Temperature Coefficient. Also ein Polymergebimsel mit positivem Temperaturkoeffizient. Ja, jetzt wird's klar. Bevor wir jetzt da lang rumlabern, das mache ich zwar auch gern, aber so richtig praktische Experimente mit Knopfhoff, die müssen zwischendurch auch mal sein. Und das ist jetzt wieder was zum Nachmachen. Diese lustigen Gebimsel könnt ihr relativ problemlos kaufen bei irgendeinem Elektronikversender eures geringsten Misstrauens. Was wir jetzt machen, wir haben jetzt hier eine 12-Volt-Lampe aus dem Autole. Die braucht locker 3-4 Ampere in der Beschaltung. Wahrscheinlich hat jetzt irgendein Klugscheißer wieder in der Kfz-Norm nachgeschaut und gesagt, dass ich nicht recht habe. Egal, hier ist eine Polyfuse und da hinten ist ein Netzteil. Ich denke, ihr könnt mir folgen. Und jetzt schauen wir uns am Ostsee die Spannung über der Polyfuse an. Die Polyfuse schaltet bei 1 Ampere. Was wird passieren? Also die Spannung über der Polyfuse. Das heißt, das Ding sollte irgendwo bei 0 anfangen. Da ist die Nulllinie bei 0 Volt. Und dann nach einer gewissen Zeit wird die Spannung ansteigen, weil die Sicherung, und jetzt nehme ich schon ein bisschen was vorweg, immer mehr aufgeht. Und das ist toll. Deswegen muss ich noch schön das vorbereiten. Gut vorbereitetes Video. Ich habe nämlich mal vorsichtshalber noch den Flirr hier in Bereitschaft. Egal, schalte mal an und ich würde jetzt mal sagen, top, die Watte quillt. Hier steht immer der Strom, ne? 3 Ampere. Die Lampe leuchtet, das ist wie Fußballreportage. Und ihr seht, dass die Spannung steigt und steigt und steigt, ne? Der Strom hier geht zurück und jetzt hat es hier einen Puff gemacht. Und jetzt bleibt die Spannung bei beinahe 12 Volt und der Strom geht auf 0,15 Ampere runter, 0,14 Ampere und er bleibt so. Was ist passiert? Auf dem Flirr sehen wir, dass das Ding heizt wie Sau. Also, der Verdacht liegt natürlich nahe, dass es damit zu tun hat. Was ich jetzt mache, ist, ich schalte einfach mal wieder aus und wieder ein, weil das ist ja so die Common Knowledge. Naja, dann entfernst halt die Quelle des Kurzschlusses und schaltest wieder ein. Und immer noch hohe Spannung hier, fällt hier an der Polyfuse ab und es leuchtet gar nichts. Naja, es ist nur die halbe Wahrheit. Und jetzt kommt der alte Trick mit dem Druckluftspray. Wenn man es auf den Kopf stellt, dann wird es zum Kältespray. Und dann verliert man auch das Deckeli und jetzt schalten wir wieder ein. Und ihr merkt, was passiert. Ich habe das Ding im Prinzip mit Kältespray auf die Schnelle wieder leitfähig gemacht. Was passiert, wenn ich jetzt das im Betrieb einfach mal runterkühle? Na, es scheint nicht zu reichen, ne? Wobei die Kurve ganz leicht nach unten geht. Jetzt zur Theorie. Das ist der Teil, auf den ihr euch wirklich gefreut habt. Und für einige, die schon gelangweilt weitergespult haben, ihr habt was Gutes verpasst. Also falls ihr das Video ganz verlassen habt, ihr habt was Gutes verpasst. Wir werden nämlich etwas ganz Erstaunliches unter dem Mikroskop nachher sehen. Das habe ich auch zufällig nur gesehen, weil ich was anderes erwartet hätte. Ist egal. Wie funktioniert jetzt dieses Ding da? Willkommen in der Werbepause. Hier seht ihr die OLED Seeker 2 Pro. Und zwar sind hier zum Beispiel diese lustigen LEDs, die den Akkustand anzeigen. Eine LED, die die Beleuchtungsstärke anzeigt. Hinten ist wieder der Ladekonnektor. Das Gerät kommt komplett mit einem Holster, den man sich irgendwo hinmachen kann. Und natürlich mit einem magnetischen Ladeadapter. Also das habt ihr dort gesehen, dass da so fest schnackelt und per USB das Gerät dann lädt. Es gilt jetzt gerade wieder eine Aktion im Shop. Schaut bitte mal unten in der Videobeschreibung und folgt dem Link. Da gibt es dann auch Rabatte auf alle möglichen Geräte, unter anderem auch die. Vielen Dank an OLED für die Unterstützung dieses Videos. Wenn man es aufmacht, dann sieht das ungefähr so aus. Und das habe ich schon vorbereitet.
Ich war nämlich neugierig und man sieht hier, hier ist eine Metallplatte, da ist was Schwarzes und da habe ich den Anschluss hier weggebrochen. Und viel mehr ist da nicht, ne? Das ist diese Polyfuse. Okay, sind wir fertig. Ja, nicht ganz. Weil ich wollte wissen, was das Ding hier zum Ticken bringt. Und ich finde Sachen immer interessant, die man für selbstverständlich ansieht. Das war dasselbe mit dem Video über Thermosicherungen. Aber dann feststellt, dass man überhaupt nichts von dem Ding weiß. Ne? So auf die Entfernung. Moment, stell das mal scharf. Da könnte man einfach denken, das ist ein Varisto, ja? Je nach Beschreibung oder je nach Bedruckung. Ist es ja nicht. Also, was das Ding innen hier am Ticken hält, ist eine Substanz und ich drücke es jetzt nicht ganz chemisch aus. Also es ist ein Polymer mit Kohlenstoff eingelagert. Kohlenstoff ist leitfähig. Soweit können wir uns einigen. Was das Ding jetzt hier macht, es wirkt eigentlich wie ein Kaltleiter. Also im kalten Zustand, das haben wir ja gesehen, leitet es recht gut. Wenn es wärmer wird, dann geht das vorher kristalline Polymer in einen amorphen Zustand über und ganz einfach ausgedrückt, die Kohlenstoffteilchen, die gehen dann auseinander. Und wenn sie auseinander gehen, dann steigt der Widerstand. Und wenn der Widerstand steigt, dann passiert was Interessantes. Erst einmal gibt es dann einen Bereich, und das haben wir ja schön gesehen in der Kurve. Ich mach's nochmal, weil es wirklich so schön ist. So, dann gibt es einen Bereich, wo der Widerstand hier ansteigt und durch das Ansteigen des Widerstands wird mehr Verlustleistung in dem Gerätchen frei. Und wenn hier in dieser Tablette, die ihr vorhin gesehen habt, mehr Verlustleistung frei wird, dann wird der Effekt natürlich beschleunigt. Deswegen habt ihr hier so einen Kaskadeneffekt, wo dieses Ding dann doch relativ schnell, nicht so schnell wie ein LS-Schalter bei zehnfacher Überlast, klar, aber doch relativ schnell, was haben wir hier, wir haben 500 Millisecond per Division, im Bereich von 500 Millisecond den Widerstand steigert. Also das Polymer bewegt sich immer weiter auseinander, der Widerstand steigt immer mehr. Und dann gibt es einen Punkt, wo sich ein Gleichgewicht einstellt. Der Widerstand steigt so weit, und das ist jetzt abhängig von der Umgebungstemperatur, dass die Wärmeleistung, die in dem Ding hier umgesetzt wird, genau der abgestrahlten entspricht. Und dann hält sich das hier immer im Gleichgewicht. Da ist natürlich auch ein Problem von dem Ding. Je nach Umgebungstemperatur verhält sich das Ganze teilweise anders. Also wenn es 70 Grad eine Umgebung hat, ist es natürlich anders als über jetzt 20 Grad. Ist eigentlich auch logisch. So, und jetzt kommt das, was ich interessant fand. Ich fand zwar alles interessant, schon an den ganzen Gebimsel, aber wir gucken uns das Ganze mal unter dem Mikroskop. So, jetzt schauen wir uns das Ganze unter dem Mikroskop nochmal an. Hier seht ihr die Ummantelung, also das ist das gelbe Zeug. Hier ist dieses Carbonpolymer, hier nochmal gelbes Zeug und hier ist das Strommessgerät. Und jetzt gebe ich mal ein bisschen Strom drauf. Moment, jetzt muss ich mich auch noch strecken. Und passt mal auf, was passiert. Strom los. Jetzt. Beachtet übrigens, dass ich nichts angefasst habe und ihr habt gemerkt, dass sich irgendwas hier verändert hat im Bild, oder? Übrigens ganz interessant, wenn man jetzt das mit Kältespray macht, was dann passiert. Jetzt habt ihr gerade Kältespray beim Verdunsten zugucken können. Machen wir das Ganze nochmal in einer anderen Vergrößerungsstufe. Jetzt sind wir etwas weiter weg und Spannung ein. Achtet mal hier auf das Rechteck und ihr seht, wie es hier sich rausbewegt. Hier sieht man es sehr schön. Jetzt habt ihr jetzt diese Bewegung hier gesehen. Jetzt sieht ihr natürlich auch, wie hier das Wasser hier getrocknet ist. Vorher war diese Wand hier an dieser Stelle. Das ist scharf. Also in jeder Hinsicht ist es scharf. Das heißt, das Ding expandiert und man kann das wirklich unter dem Mikroskop sehen, wie dieses Polymer anamorph wird. Anamorph und kristallin, habe ich gleich was dazu gesagt? Nee, oder? Die meisten von euch werden es irgendwo mal schon mal gehabt haben. Kristallin ist eben eine geordnete Struktur, zum Beispiel wie ein Diamant oder etwas Ähnliches. Das sind eben alle Sachen da, wo sie hingehören. Amorph ist ein Durcheinander. Und jetzt kommt hier ein bisschen Theorie von mir, also was ich denke. Ich denke, dass die Wärme eben diese kristalline Struktur aufbricht
und dann bei Kälte das Ganze wieder in einen geordneten Zustand übergeht. Ja, wenn es jemand besser weiß, kann er es gerne in den Kommentaren oder in einer, ich schaue mir die Spannung zwischendurch ab, oder in einer Videokorrektur dann zu Besten geben. Wir sehen jetzt hier beim Abkühlen auch, wie jetzt hier das hier wieder zusammenwandert. Also hier dieses Fokusrechteck und hier der rechte Rand, die wandern wieder zusammen. Finde ich echt überraschend. Ich habe sogar gehofft, dass man hier ein bisschen was sieht, dass es sich vielleicht ein bisschen irgendwie die Farbe ändert oder so. Das kann ich jetzt nicht bestätigen, aber dass man eine deutlich sichtbare Kontraktion oder Ausdehnung sieht, das verwundert mich dann doch. Mein zweiter Delinquent heute ist dieses unscheinbare Teil und die Aufmerksamen von euch, die haben das natürlich sofort wiedererkannt. Das ist eine Sicherung, die aus einer Steckdosenleiste stammt. Also bei 16 Ampere schaltet das Ding und ist hier rücksetzbar. Wie schaut sowas von innen aus? Wir werden es gleich wissen. Da, die nicht um. Ah nein, das war was anderes. So, da ist er auch. Ja, jetzt ist die Beißzange ein bisschen unterfordert, aber ihr netter großer Bruder, der Akkuschrauber, dürfte jetzt was zu tun kriegen. Noch weiß die Sicherung nicht, was ihr droht. Upsi. Die gute Niete, also die gute. Was ist denn das für ein Klump? Die haut sie ja hinten gleich raus. C5er. Der hätte sie ja gleich kaputt machen können. Achso, ich hätte so oder so kaputt gemacht. Tja, also der Kunststoff war auch schon mal besser, ne? Jetzt wisst ihr, wie eine Niete aussieht. Warum fällt mir jetzt der Zong ein? Ich weiß nicht, ich habe manchmal ganz, ganz komische Gedanken. Und jetzt spielen wir mal wieder, hätten Sie es gewusst? Nein, ihr habt natürlich gewusst, was ich sagen wollte. What's inside? Oder auch hätten Sie es gewusst? Aber natürlich wieder mal in gut. Jetzt habt ihr noch einen Moment Zeit zu raten. Ihr könnt das Video anhalten und dann eurem lustigen Rateteam die Aufgabe stellen. Wie funktioniert das? Ich wiederhole die Aufgabe. Hier fließt ein Strom von 16 Ampere. Irgendwann schaltet dieses Dingens da ab und durch einen Tastendruck kann man dann das Ganze wieder resetten. Wie funktioniert das? Wollen Sie jetzt ein Ergebnis einloggen oder den Telefonjoker oder ihr guckt einfach zur Strafe meine Werbepause an. Okay, wie auch immer. Wo ist mein guter Kollege der Schraubenzieher? Ich denke auch das Wort Schraubenzieher sollte öfters hier in diesem Video fallen. Nehmen wir den guten unisolierten. Also das hier ist ein Bimetall. Bimetall. Ich habe früher immer, ihr kennt das ja so als Kind, wo man Sachen falsch ausspricht. Ich habe das mal als Beam-Metall gesehen. Kann natürlich auch sein, dass ich da vielleicht ein bisschen Star Trek verseucht war. Und einige von euch haben jetzt schon wieder die Augen verdreht und wild in die Kommentare reingeschrieben, hör auf zu labern, das ist eine ewige Laberei. Genau, ihr habt es verstanden. Passt. Also, hier fließt ein großer Strom über diesen Beam-Metall und irgendwann ist der Strom zu hoch und dann dehnt er sich aus und dann schnackelt der nach oben. Das könnten wir jetzt auch simulieren. Machen wir aber nicht. Und Zef. Also, der Strom hier fließt über diesen Bimetall. Und hier ist auch ein Kontakt geschlossen. Also die Welt ist in Ordnung. Und jetzt muss ich mal gucken, dass ich das Ding so einspanne, dass ihr noch was seht. Weil sonst seid ihr nicht so narrisch happy damit. Und wer hat gesagt, dass man das einspannen muss? Das geht doch so auch. This is amazing. Was ich jetzt versuchen werde, ist das Ding so zu heizen, dass der Bimetall schlackert. Und dann ist eure Aufgabe, festzustellen, wie das Ding funktioniert. Ich helfe euch da natürlich ein bisschen. Ich hoffe, dass nicht vorher das Plastik schmilzt. Upsala! Das hat funktioniert, aber ein bisschen ungeplant. Was ist passiert? Diesen Bimetall hat es aufgemacht, den hat es nach oben gebogen und dann hat es hier den Schalter rausgesprengt, was natürlich in der Realität nicht passiert. Jetzt ist er wieder zu. Moment, ein Moment, please hold the line. Was passiert ist, das leichte Rauschen ist jetzt hier von dem Heißluftgerät. Also, wenn der sich hier aufbiegt, muss ich ein bisschen festhalten, wenn der sich aufbiegt, dann, seht ihr jetzt das, dann schiebt die Feder
hier das Kunststoffding zwischen die Kontakte. Es ist also nicht so, dass ihr mit dem Drücken von dem Auslöser den Bimetall zurückstellt, weil ich habe mir einmal gedacht, wie geht denn das eigentlich? Nein. Es drückt diesen roten Knopf raus, weil der Weg frei gemacht wurde, weil der Bimetall aus der Kontaktstecke sich rausbewegt hat und die Feder hinten, das ist eine unglaublich simple Konstruktion, die Feder hinten jetzt das Kunststoff, den Trenner, da reinschiebt. Und was er dann macht, wenn er drauf drückt, ihr setzt das Ganze wieder in Betrieb. Na, jetzt ist der Stromkreis wieder geschlossen. Und das ist das Geheimnis dieser rückstellbaren Gerätesicherung. Das ist also in keinster Weise vergleichbar mit einem RS-Schalter oder sonst etwas richtig Hochwertigem. Das ist jo, as simple as it can get. Und die Kunst ist natürlich, hier dieses Metall so zu wählen, diese Konstellation, dass es in Zusammenhang mit dem Spannungsabfall, der hier stattfindet und dann der Energie, die hier frei wird, genau bei diesen 16 Ampere liegt. Ah, und jetzt die ganz ehrliche Frage. Hättet ihr es gewusst? Ihr könnt ja, machen wir das jetzt mal wie bei offen und ehrlich, machen wir jetzt ein Hashtag vereinbaren, wäre jetzt irgendwie unsicher, genau, Hashtag unsicher. Und dann schreibt ihr dahinter die Zahl der Sicherungen, die ihr hättet einigermaßen erklären können, also 0, 1 oder 2. Nur so für Spaß. Also ihr könnt nichts gewinnen. Also eure Daten werden nicht gespeichert, ihr könnt nichts gewinnen. Ihr müsst nicht einmal über wie viele Jahre auch immer alt sein. Hashtag unsicher. Und wenn ihr den Kanal nicht abonniert habt, dann abonniert ihn jetzt. Auf was wartet ihr eigentlich noch? Und das mit der Glocke, das ist doch so lächerlich. Gut, also, wenn euch solche Sachen interessieren, auch solche simplen Sachen, oder wenn ihr Ideen habt für solche simplen Sachen, wo ihr nicht wisst, wie sie funktionieren. Vielleicht weiß ich es auch nicht. Ich hätte nämlich, bei mir würde jetzt übrigens Hashtag unsicher 0 unter dem Video stehen. Es ist ja nicht so, dass ich euch Sachen erzähle, die ich schon weiß. Ach so, das habt ihr jetzt echt geglaubt. Das ist jetzt blöd. Nee, ich lese mir das immer vor dem Video an und bin dann echt erstaunt. Also ich möchte dann irgendwann einmal das Abitur nachholen und mein Studium, wenn ich mit diesen ganzen Sachen durch bin. Das war jetzt so der große Masterplan. Falls die Weltherrschaft vorher eintritt, dann wird wahrscheinlich keiner mehr nach meinem Dipple Inch. Ach, das heißt jetzt anders. Das heißt irgendwie Master of the Universe oder irgend so ein Quatsch, gell? Oder Bachelor of the Bachelor. Entschuldigung. Wie auch immer. Also, das Video muss euch gefallen haben, weil ihr seid immer noch da und ihr hört meinem Geblubber immer noch zu. Deswegen ist es selbstverständlich, wenn ihr das Video so weit geguckt habt, dass ihr noch ich weiß auch nicht. Was sagen die Kollegen immer? Einen Daumen nach oben. Das vergessen manche. Ich weiß auch nicht, ob das so wichtig ist. Viel wichtiger ist, das sagen nämlich auch die netten Leute von YouTube immer, dass ihr das Video bis zu Ende geguckt habt. Weil das ist diese Audience Retention. Ist ein schönes deutsches Wort. Ihr mögt es ja, wenn ich verdenglischte deutsche Worte nehme. Aber Audience Retention ist kein verdenglischtes Wort, sondern ein englisches Wort. Also, bis zum nächsten Mal. Alta Vista oder so.